Anfang März 2021, der Edersee bei Erzhausen. Zu 95% gefüllt, 5% fehlen noch zum Vollstau. Dann ist auch die berühmt-berüchtigte Landzunge bei Erzhausen fast komplett überspült. Damit das Ederseewasser besser bewirtschaftet werden kann und auch die Anrainergemeinden etwas von dem Stausee haben, haben die vier Anrainergemeinden nun eine Resolution an den Landkreis Waldeck-Frankenberg übergeben. In der Hoffnung, dass Sie auf fruchtbarem Boden beim Kreis trifft und Frau Kreisdamm auf fruchtbarem Boden bei den danach kommenden Institutionen und Bezirken mit ergeben. Genannt Herr Dr. Schmal, wir haben das Thema eben ausführlich miteinander besprochen. Ich bedanke mich bei den Herren Bürgermeistern und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Stadtverordnetenversammlungen. Und gemeinsam werden wir mit dem ersten Kreisbeigeordneten, der Kreistagsvorsitzenden, in dem eben gesprochenen Sinne versuchen, für unsere Region, für uns allesamt tätig zu werden und werden dieses Papier, was wir für sehr inhaltsreich halten, entsprechend kommunizieren und dafür werben, dass wir auch entsprechende Veränderungen erreichen können. Ja, den Dank darf ich auch nochmal geben an meine Kollegen, Stadtverordnetenvorsteher und Gemeindevertretungsvorsitzende. Das ist ja eine ganz lange Titel, die eben das mitinitiiert haben. Und mit den vier Bürgermeistern. Und natürlich der Dank nochmal auch an Landrat Frau Rubin, an den Kreisverkreuzen, den Landrat und den ersten Kreisverkreuzen, dass wir es mal geschafft haben, die Interessen eben dann von vier Kommunen mit dem Kreis zu bündeln. Wir hoffen, dass was vernünftig rauskommt. Super. Ich finde es auch gut, dass wir die Parlamentsvorsitzenden mit einbezogen haben von den jeweiligen Gremien, weil ich denke, das ist auch wichtig, dass die Gremien dann auch mit berücksichtigt werden. Gremien haben es ja eigentlich initialisiert. Genau, wir waren vergessen, das ne? Also einstimmig beschlossen in allen vier von genau, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Ja, wir wollen durch diese Resolution erreichen, dass die Interessen der vier Edersee-Gemeinden, zu denen uns Wildungen auch dazu zählen, gebündelt werden. Die Initiative ging von den vier Gemeindevertretungen aus. Dort ist das einstimmig beschlossen worden, die Resolution. Die ist ein Gemeinschaftswerk der Kommunen. Jeder hat noch was dazugegeben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen den Kreis einbinden, der der natürliche Partner der Kommunen ist, für die Region, für den Kreis. Und sagen, wir vier Kommunen bitten den Kreis, dass er diese Interessen der Region für wahrnimmt und wieder hinkommen, dass wir zu einer besseren Wasserbewirtschaftung des Edersees kommen, im Interesse der Region, im Interesse des Tourismus, aber vor allem auch im Interesse der heimischen Bevölkerung. Also wir haben uns heute Nachmittag hier mit den vier Anrainergemeinden des Edersees getroffen. Zugegen waren die Herren Bürgermeister und die Vorsitzende der Gemeindevertretung bzw. der Stadtverordnetenversammlungen. Es war die Kreistagsvorsitzende dabei und auch der erste Kreisbeigeordnete. Und Herr Dr. Schmal als Sprecher der Kommunen hat mir oder hat uns eine Resolution zur künftigen Ederseebewirtschaftung überreicht mit dem Ziel, dass wir gerade in den Sommermonaten, die sich in den letzten Jahren als ausgesprochen prekär, weil zu wenig Wasser im Edersee gewesen ist, dass wir uns davon versprechen, das Wasser länger im See halten zu können. Und wir sind alle der Auffassung, dass es dass Möglichkeiten auszuloten sind, wie auch im Einvernehmen mit den Menschen und den Bedürfnissen an der Oberweser ein sparsamer Umgang mit dem ganz, ganz kostbaren Gut Wasser erzielt und erreicht werden kann. Ich als Landrat, der erste Kreisbeigeordnete, wie auch die Kreistagsvorsitzende, haben sehr gern dieses Mandat, das uns übergeben wurde, angenommen und werden uns an allen uns möglichen Stellen dafür einsetzen, dass wir eine andere Ederseebewirtschaftung mit vorgenannten Zielen werden erreichen können. Also am heutigen Tag ist viel Hoffnung versprüht worden und wir hoffen, dass wir unserem Ziel, nämlich den vollen See als Erlebniswelt für die Menschen anbieten zu können, ein gutes Stück weiterkommen können.